Nach dem schweren Flugzeugunglück in Nepal haben sich zahlreiche Menschen in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, in dem Gebäude der privaten Fluggesellschaft US Bangla Airlines versammelt. Sie wollten Neuigkeiten von ihren Familien und Freunden. Nach offiziellen Angaben sind mindestens 49 Menschen bei dem Unglück in Kathmandu getötet worden. Der Chef der US Bangla macht den Flughafen verantwortlich. Wir können das jetzt noch nicht bestätigen, aber wir vermuten, dass der Kontrollturm des Flughafens von Kathmandu unsere Piloten dazu verleitet haben könnte, auf der falschen Landebahn zu landen. Vertretern des Flughafens zufolge soll der Pilot aber bei Absprache der Landerichtung verwirrt gewesen sein. Das habe die Auswertung des Funkkontakts zwischen dem Kapitän und dem Kontrollturm ergeben. Bei einem zweiten Anflug kam das Flugzeug von der Landebahn ab, krachte in ein Feld und zerbarst in Flammen. An Bord der Maschine waren der Fluggesellschaft zufolge 71 Menschen.